Hallo zusammen, salve a tutti. Der DAX klickert noch ein bisschen. Wir haben 17.34 Uhr. Wie gesagt, der DAX klickert noch ein bisschen, aber wir können uns das hier anschauen. Da sollte sich jetzt nicht mehr so viel bewegen. Wie ihr seht, habe ich, das ist der Tageschart im DAX, habe ich diesen Bereich hier. Hier war noch eine obere blaue Linie. Bei 15.810, die habe ich jetzt erstmal rausgenommen, nicht, dass die hier irgendwie irritiert. Dafür habe ich die hier gezogen. Das ist die schwarze. Das kommt von, ich habe die Pfeile drauf gemacht. Von hier hinten, wo ist denn mein Fadenkreuz? Hier ist es. Von hier hinten, da sind wir also im März. Das haben wir dann gesehen im Mai. Und hier nochmal Mitte Mai. Da haben wir heute genau drauf aufgesetzt. 14.800, ich glaube 14 war der Tiefskurs. Und genau da waren wir. So, die 200-Tage-Linie. Am Sonntag habe ich gesagt, die ist nur angestochen. Ich glaube, da kommt noch mehr. Und irgendwie die Überschrift war, das reicht nicht. Das könnte jetzt schon mal reichen hier, diese 14.814. Also zumindest haben wir jetzt mal eine ordentliche Bewegung hinter uns gebracht, aber von der Technik her. MACD, im Moment nicht zu gebrauchen, ja. Lang, kurz, lang. Kann ich nichts machen, ich brauche zwei hintereinander, die in die gleiche Richtung gehen. Die Stochastik ist tief, ja, gilt als überverkauft, aber da ist kein Stabilisierungsansatz. Ich mag diese Kerze hier vom Aufbau her genauso wenig, wie ich diese hier mochte. Es sind zu lange Lunten und Dochte. Da gucken wir gleich im 1-Stunden-Chart noch ein bisschen drauf. Die Tatsache, dass wir jetzt unter der 200-Tage-Linie sind, nehme ich dankend zur Kenntnis. Wir haben also jetzt hier rund 1200 Punkte verloren vom High. Vom Tageschart her sind wir am unteren Band. Aber die gleitenden Durchschnitte alles tiefer. Ich hatte mir ja gewünscht, dass wir wenigstens nochmal irgendwie in die Richtung von der 20-Tage-Linie gehen. Aber den Gefallen hat er mir nur mit 15.200 getan. Ziemlich ärgerlich. 4 Stunden. Von der hatte ich bisher, also jetzt seitdem ich diesen Mittwochstags mache, noch nie so wenig Signale. Das ist ziemlich neutral hier. Kann ich nichts mit anfangen. Hier auch. Die Tatsache, dass der jetzt hier unten so einen kleinen Schnibbel nach oben macht, ist der zweiten Kerze, der jetzt noch laufenden, geschuldet. Aber viel ist es nicht. DAX schließt bei 14.973,33. Wir sind von den Bändern her, beide sind nach unten gerichtet. Ja, man kann vermuten, dass das hier eine Stabilisierung ist. Ich hole mal den Chart noch ein bisschen länger rein, dass man es nochmal sieht. Ja. Wir haben ihn hier im Mai zweimal gesehen. Das wird auch morgen die eine oder andere Headline sein. Wir stehen auf den Lows vom Mai. Kann ich mir schon vorstellen. Aber mir reicht es noch nicht zu sagen, okay, gehen wir mal ordentlich long. Reicht mir nicht. Ich möchte was auf der Stunde zeigen. Wenn ich, das ist jetzt die Stunde, also eine Kerze, eine Stunde. Das Ding hier ist falsch. Das ist einfach ein Spike, der gehört da nicht hin. Hat aber keinen Einfluss auf die Technik unten gehabt. Mal rein von der Technik her, die Stochastik ist ein bisschen gestiegen. Ja, die hat dem, jetzt hier ist das geschuldet, dass sie nach oben geht. Ja, schön. Das Signal war hier, so bei der 14.918. In dem Zusammenhang, bei so schnellen Märkten auf eine 4-Stunden-Chart zu schauen, macht wenig Sinn. Auch Stunde ist schon schwierig genug. Ich gehe da mal auf 10 Minuten, Viertelstunde. Die 5 Minuten überlasse den jungen Leuten. Ich mache 10 Minuten, Viertelstunde. So, jetzt nochmal dieser Spike, den gibt es also nicht. Aber wenn ich das jetzt hier anlege, dass ich jetzt sage, zeig mir da mal von gestern Abend die Fibos wie jetzt, dann ist diese Korrektur, die wir haben, gerade mal bis zum 50er gelaufen. Das heißt, wir sind hier nur bis zu dem 50er gelaufen, ein bisschen drüber und dann verließen sie wieder. Gerade eben steigt der Freund, wir sind bei 14.982, kommt also wieder leicht hoch. Das hier, die 15.056, ist jetzt bei mir der erste echte Widerstand. Und ansonsten nur das Gap, was wir hatten von gestern, so bei 15.200 grob. Ja, er kann das hier noch weiter ausnutzen. Hängt ein bisschen von den Amis ab. Wir verlieren im Moment 1,44% und jetzt zum Beispiel Nasdaq 0,3, Dow Jones 1,1. Fast alle großen Indizes haben ihre langen Trends gebrochen. Und zwar die Trends, die von der Trend von Dow her kommen, nicht jetzt irgendwelche Linien. Der DAX ist drunter, der Nasdaq ist drunter, der Standard ist drunter. Lediglich der Dow hat noch ein bisschen Platz, bis ich meine, es liegt bei 33.550. Das heißt, man muss hier ein bisschen umdenken und ich glaube, dass der Oktober seiner Reputation als sehr volatiler Monat gerecht wird. Also von hier muss ich sagen, ja, er hat noch die Chance, aber es ist unmöglich zu sagen, ob jetzt die nächsten 150 Punkte hier hochgehen oder runter.
Was nicht passieren darf, auf gar keinen Fall, ist, dass wir mit einer Stundenkerze unter der 14.814 schließen. Damit meine ich sowas wie 14.790 oder so. Das darf nicht passieren, weil dann haben wir nämlich nochmal 200 Punkte nach unten Platz, bevor da ein Gap geschlossen wird. Also ich bin momentan eher mal ein bisschen vorsichtig hier, auch mit den Positionen. Ich mache es lieber kleiner. Die Scheine, die ich euch nenne, da muss ich das hier ein bisschen hoch machen, die haben auch einen ziemlichen Abstand. Da muss ich ihn so machen. Und zwar dieser hier als Call, 14.300, ich runde leicht 98. 14.398, das ist die GH2Y8H. Da bin ich allerdings erst, das war so, den kann ich jetzt nicht kaufen. Das ist zu spät, denn das hätte man hier irgendwo machen müssen. Aber das ist ein Call für diejenigen, wenn wir hier bessere Signale haben, die der Meinung sind, wir gehen nochmal hoch hier über die, was weiß ich, 15.060, 70, 15.100. Wäre das der Schein? Ich darf nicht näher rangehen. Das ist ein 25er Hebel, 14.398, wie gesagt, GH2Y8H. Vom Short bin ich schon der Meinung, der muss auch ein bisschen weit weg sein. Den kann ich nicht einfach hinter die 15.400 knallen. Ich habe mich jetzt mal für einen 15.600er entschieden. Selbst da zucke ich noch ein bisschen. Das ist 15.599er, auch ein 25er Hebel. Das ist die GX23H8. GX23H8. Den schaue ich mir genauer an, wenn wir hier an dem 61er Retracement sind bei 15.060. Da gucke ich da mal genauer drauf. Aber heute hier und jetzt kann ich nur hoffen, dass die 14.814 hält. Vom Chart her ist es nicht deutlich. Also ich mach's klein und halte mich zurück. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.